Ja, Leute, das ist kein Puff, das ist ein Fitnesscenter. Und hier kann ich nicht mehr trainieren kommen, weil jetzt hier ein anderes Fitnesscenter drin ist. Echt jetzt? Nee. Reiswaffeln, Reiswaffeln. La 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 la. Njam, njam, njam. Ich frag mich echt, ob es Leute gibt, die das mit Wasser trinken. Ich denke mal schon, dass 90% der Leute, die Ahoi Brause Pulver zu sich nehmen, dieses ohne Wasser tun. Ich dachte mir gerade so, Janina, ess doch mal ein bisschen Lakritze. Dann dachte ich mir so, oh, dann muss ich ja wieder filmen. Musste wirklich alles filmen? Really? Aber ja, ihr wollt ja auch sehen, was ich so am Tag verputze, ne? Mmm, lecker. Nudeln mit Pesto. Sieht das ekelhaft aus. Okay, das werde ich definitiv jetzt nicht essen. Mir ist mega schlecht. Ich bin am Überlegen, jetzt rauszugehen und mir einen Salat zu machen. So, der Tod auf zwei Beinen ist jetzt einkaufen. Es gibt lecker Salat und wieder mal Dino-Nuggets. Was soll es doch anderes geben außer Dino-Nuggets? Oh, ich sehe richtig on fleek aus. Ich kann nicht mehr. Ich kann echt nicht mehr. Ich habe so krasse Unterleibsschmerzen. Ich wollte heute eigentlich zum Sport gehen. Ich wollte so vieles machen und ich habe wieder nichts gemacht. Gestern war ich nur zu Hause, unproduktiv. Heute wieder. Okay, heute bin ich mal ans Tageslicht. Naja, Tageslicht kann man das ja auch nicht nennen. Ist ja schon stockenduster, wie ihr sehen könnt. ja, jetzt gibt es erstmal lecker Salat. Läuft. Voll viele sagen jetzt von euch wahrscheinlich, boah, du hast ja voll viele Süßigkeiten eingekauft. Nein, habe ich nicht. Eine Tafel Schokolade, wenn man richtig hingeguckt habt. Ach so, und das Eis. Ach und. Nee, ein paar geile Joghurts, ne? Aber sonst alles richtig healthy. Ja, läuft. Also früher hätten meine Einkäufe noch ganz, ganz anders ausgesehen. Das heißt früher. Vor ein paar Wochen, ja. Aber wenn ich Bock habe auf eine Schokolade, dann esse ich auch eine Tafel Schokolade. Leute, ich bin einfach die Geilste. Ich bin jetzt extra einkaufen gegangen, habe mich nach draußen in die Katakomben gegeben, habe jetzt Salat hier und jetzt habe ich keinen Bock mehr auf Salat. Janina, ey. Mir kann man es nie recht machen. Deswegen glaube ich, esse ich jetzt Sandwiches. Läuft richtig bei mir, richtig healthy und so. Healthy ist übrigens vegan, ne? So, und jetzt gönnen wir uns mal dieses Tafelstück Schokolade. Geil. Da will man mal ganz schnell ein paar Daten auf den Laptop ziehen. Ganz schnell. Läuft, ne? 21 Stunden. Da kommen meine Vlogs wahrscheinlich dann heute nicht mehr online, die ich noch schneiden wollte. Das habe ich mir verdient. Was hast du mir gekauft? Minion-Bettwäsche? Du spinnst ja wohl, ich hasse Minions, das weißt du auch. Das ist sehr schön. Hallo, hallo. Guten Morgen. Ja, guten Morgen da hinten auch. Jetzt sind Leute vor mir, die mich die ganze Zeit beobachten. Ich auch guten Morgen. Ich melde mich gleich nochmal zurück. Und way, dann bin ich wieder. Ich hole mir jetzt erstmal, ihr wisst zwar, was ich mir hole, aber ich kaufe mir diesmal nur eine Sache. Ein Rosinenbrötchen oder ein Laugenbrötchen, weil mir sind es definitiv viel zu viele Kalorien am Morgen. So, ich muss heute länger arbeiten, ja, deswegen heule ich auch schon wieder. Nein, ihr wisst ja, im Wind heule ich immer. Und jetzt gehe ich erstmal Kibra und Abi abholen und ich freue mich übertrieben.
Ja, was habt ihr aus meinem Fitnessstudio gemacht? Ich bin gerade irgendwie ein bisschen angepisst. Ich trainiere in unterschiedlichen Clubs und mein Fitnessstudio hat sich jetzt auf einmal umbenannt. Und hier sind überall Vasen und hier um die Ecke ist eine Couch. Habt ihr es gesehen? Und jetzt heißt es, ich darf hier auf einmal nicht mehr trainieren. Es sei denn, ich wäre schon vor 2 Monaten hier angemeldet gewesen. Da ich jetzt aber allerdings nochmal in einen anderen Vertrag reingewechselt bin, ist es wahrscheinlich heute das letzte Mal, dass ich in diesem Club bin. Keine Ahnung. Ich finde es irgendwie voll schade und ich denke mir so, ich habe keine neuen Geräte gesehen. Aber soll ich jetzt mehr zahlen, weil da ein paar Lampen oben auf dem Schrank sind? Wo ist der Sinn? Ja, Leute, das ist kein Puff, das ist ein Fitnesscenter. Und hier kann ich nicht mehr trainieren kommen, weil jetzt hier ein anderes Fitnesscenter drin ist. Ja, Leute, das war's von mir. Ich war jetzt fast 3,5 Stunden beim Fitness. Und dann würde ich sagen, meine lieben Honeymoons, Abmoderation, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ab heute wollte ich eigentlich meine Ernährung komplett umstellen. Ihr müsst ja auch denken, wir abnehmen und ich frisst die ganze Zeit Dino Nuggets und sonstige ungesunde Sachen. Aber ich muss sagen, ich bin immer unter meinem eigentlichen Kalorienverbrauch. Und wenn ich Sport mache, muss ich natürlich auch mehr verbrennen, ne? Das ist logisch. Aber ich habe eine Essstörung. Es gibt manchmal Tage, da esse ich halt gar nichts und ich versuche jetzt wirklich regelmäßig zu essen. Und auch mehr Obst und Gemüse auf jeden Fall. Ja, habe ich heute super angefangen mit einer fettigen Waffel und Chicken und Pommes. Und dann läuft richtig.